Sheikh Muhammad Tene. Nach dem amharischen biografischen Bericht, der 4 Jahre nach seinem Tod veröffentlicht wurde, wurde Muhammad Tene 1906 in Anaro Kerabiti in Kalu Avra, südlich der Verwaltungszone Vello, geboren. Von 1913 bis 14 nach Christus sein Vater war Ali Heb, der Sohn des gebürtigen Welkiet in Tigray, der nach Kalu, auf der Suche nach Wissen, Taleb al-Ilm auswanderte. Muhammad Tens Mutter war Weizero Fetuma Malik. Als Muhammad Tene 4 Jahre alt war, ging sein Vater nach Tigray und dann nach Asmara, wo er mehr als 20 Jahre blieb. Scheich Muhammad Tene heiratete Kubra Bt. Scheich Sad Mansur von Wehre Himeno, der ihm 6 Söhne gebar, Muhammad Nair, Abd al-Rahman, Hussein, Beer, Ahmed und Hassan, und 2 Töchter, Mariam und Rama. Islamische Bildung. Die ersten Koranlehrer Muhammad Tenes waren Scheich Mufta B. Ibrahim von Wehre Babo und Ahmed Mahalla aus Allah in Wehre Himeno, die damals Schüler von Ali Ahmed B. Bär von Kalu, Sternchen 9. Juni 1948. Er studierte den Koran, Fiqh, islamische Rechtsprechung, Tafsir, Exegese, Mantik, Logik, USL, Grundlagen der Rechtsprechung, Hadith und Balagh, Rhetorik, unter mehreren Ulam. Im Alter von 23 Jahren, nach Abschluss des Studiums von Alfiya, Kitab al-Kulisa al-Alfiya, ein Lebenslauf von Al-Kaiya von Muhammad ibn Malik, 1203 Drittel 1274, ging er nach Asmara auf der Suche nach seinem Vater und kehrte mit ihm nach einem Jahr zurück. Im selben Jahr machte er sich auf den Weg zur Wallfahrt. Nach Abschluss seines Religionsunterrichts 1937 1944-45 unterrichtete er viele Jahre an Moscheen und islamischen Schulen, zunächst in Dessi, Vello und dann in Massawa in Eritrea. Die arabische Version des Lebensberichts bestätigt und widerspricht teilweise einigen Tatsachen in der amharischen und liefert zusätzliche Informationen in letzterem. Im Alter von 7 Jahren studierte er 4 Jahre lang den Koran unter Mufta B. Ibrim und Ahmed Le. Er studierte auch andere Fächer, insbesondere Fiqh nach dem Hanefa Madhab, unter Ali Ahmed von Kalu, und Nahw, arabische Grammatik und Syntax, und Saf Morphologie unter Scheich Kemmilef B. Muhammad D. H. 13 Dia 1367 Sextel Tikemt 1941 EC 18. Oktober 1948. In A. H. Von 1357 1938 bis 39 machte er sich auf den Weg nach Mekka, um die Wallfahrt durchzuführen. Auf dem Weg nach Mekka hielt er und sein Kollege, Scheich Muhammad Tadden, jedoch in Hakiko bei Massawa, wo ihm die muslimischen Ältesten der Stadt in Anerkennung seiner Gelehrsamkeit und Frömmigkeit die Stellung des Imams der von M-Moschee anboten, die er annahm. Er war mehrere Jahre in dieser Funktion tätig. Anschließend reiste er nach Mekka und führte die HAA auf. Nach seiner Rückkehr nach Vello studierte Scheich Muhammad Tene unter dem Dualmuter, A.R.H. Tanwa Al-Absir, ein Lehrbuch von Hanefa Fiqh, unter Ali Ahmed von Kalu das Dualmuter, A.R.H. Tanwa Al-Absir, ein Lehrbuch von Hanefa Fiqh. Dies war das 2. Mal für ihn, dass er von dem renommierten Meister der Fiqh unterrichtet wurde. Nach Abschluss seines Studiums erhielt er eine ISA. Scheich Muhammad Tene und sein lebenslanger Kollege reisten nach Alboko, um ihre höheren islamischen Studien unter Scheich Ahmed Nure fortzusetzen, und meisterten 6 Themen, Tafsir, Balagh, Mantik, Arid, Tawhid und Usul al-Fiqh. Scheich Ahmed gewährte auch Muhammad Tene Ijaza. Von 1951 1958 59 bis 1967 1974 75 unterrichtete er muslimischen Schülern an der Weizero Seen-Gesamtschule in Dessi einen Grundkurs zum Islam und wurde auf Befehl von Kaiser Haile Selassie I. als einer der Mitübersetzer des Heiligen Korans ausgewählt. 1967 zog er in die Hauptstadt, um mit der Übersetzung des Korans zu beginnen. Von 1969 1976 78 bis 1971 1978 79 unterrichtete er an der Umar Semater Schule, in den Räumlichkeiten der Anwar Moschee und wurde stellvertretender Imam, und 1971 Imam und Hebträger der Freitagspredigt der Moschee. Er unterrichtete auch privat für fortgeschrittene Studenten in seinem Haus. Schlüsselrollen für die muslimische Gemeinschaft.
Nach dem Ausbruch der Revolution wurde Scheich Muhammad Teni Gründungsvorsitzender des Obersten Rates für islamische Angelegenheiten von Meles, Äthiopischer Rat für islamische Angelegenheiten, Mitglied des Zentralkomitees der Nationalen Alphabetisierungskampagne, des Koordinationskomitees für Hilfsgüter und mehrerer anderer nationaler Komitees. Im frühen Meskerem 1967 führte er eine muslimische Delegation zu Oberstleutnant Aman Mikael Andom, dem Vorsitzenden der DERG, und im Namen der äthiopischen Muslime sprach er sich für die anhaltenden Veränderungen aus. Anlässlich der ersten offiziellen Feierlichkeiten von Eid al-Fitr bekräftigte er diese Unterstützung und verwies darauf, dass in der Vergangenheit eine Delegation, die die muslimischen Bewohner von Addis Abeba vertrat, nach den beiden Gebeten zweimal jährlich in den Kaiserpalast reiste, um dem Kaiser anlässlich der Feierlichkeiten zu den islamischen Festen ihre guten Wünsche auszusprechen. Er stellte fest, dass sie nach der Revolution das Fest in den Räumlichkeiten der Hauptmoschee in Anwesenheit hochrangiger Regierungsbeamter feiern durften. Er spielte auch darauf an, dass äthiopische Muslime lange Zeit daran gehindert worden waren, sich an nationalen Angelegenheiten zu beteiligen und in Bildung, Verwaltung und Armee diskriminiert wurden. Schließlich forderte er die Regierung auf, Land für den Bau einer neuen Moschee in der Hauptstadt zu gewähren. In den folgenden Jahren wurde er zum Mitglied des nationalen Parlaments gewählt. Er nahm an zahlreichen internationalen Konferenzen teil, darunter eine über Weltfrieden und Abrüstung, Entspannung der UdSSR, Saudi-Arabien, Kuwait, Libyen, Algerien und anderen Ländern. Er nahm auch an einem interreligiösen Seminar teil, das von der Regierung organisiert wurde und vom 28. bis 30. März 1978 stattfand, bei dem er äußerte seine Wertschätzung dafür, dass der Islam mit anderen Religionen in Äthiopien gleichgestellt worden sei. Scheich Muhammad Teni spielte eine entscheidende Rolle bei der Erleichterung des Baus von Moscheen in und außerhalb von Addis Abeba und der Errichtung und Erweiterung von Waisenhäusern, indem er persönlich Anträge auf finanzielle und materielle Unterstützung, die ihm vorgelegt wurden, unterstützte und sich an äthiopische, muslimische und ausländische Philanthropen und Organisationen heranging. Der Beitrag von Scheich Muhammad Teni zum öffentlichen und gemeinschaftlichen Dienst war ebenso beeindruckend und herausragend wie seine Leistungen in der islamischen Religionswissenschaft und Predigt. Er spielte eine aktive Rolle dabei, die Anwar-Moschee von einem Ort für nur formale rituelle Dienste in ein Zentrum eines energischen, organisierten und lebendigen sozialen, intellektuellen und spirituellen Lebens und eines theologischen und rechtlichen Diskurses zu verwandeln, der auf Konsens, Toleranz und Legitimität von Vielfalt und Dissens beruhte und damit einen Trend für die breitere muslimische Gemeinschaft im ganzen Land setzte und sie beeinflusste. Waisenhäuser, in denen sie persönlich Anträge auf finanzielle und materielle Unterstützung unterstützen, die ihm vorgelegt wurden, und sich an äthiopische muslimische und ausländische Philanthropen und Organisationen wenden. Publikationen. Neben der Mitübersetzung des Korans mit Scheich Sayed Muhammad Sadiq war Scheich Ali Muhammad Tena der Autor der ersten abendfüllenden amharischen Biografie des Propheten Muhammad sowie eine kurze Einführung in Form von Fragen und Antworten zu den Ritualen der größeren Wallfahrt HAA und der geringeren Pilgerfahrt Umrah, der letzteren veröffentlicht wurde. Er schrieb auch einen Artikel in Amharik mit dem Titel Melkam Araya, an die Weizero See in Secondary School Zeitschrift, Meskerim, 1956 EC. Eine inhaltliche Analyse des Artikels zeigt deutlich, dass er die entscheidende Bedeutung der modernen Bildung versteht. Er wies darauf hin, dass das Bewusstsein der Menschen für den Wert und Nutzen der Bildung begrenzt sei und dass in der Vergangenheit Eltern durch verschiedene Anreize überzeugt werden müssten, ihre Kinder zur Schule zu schicken. Nachdem jedoch erkannt wurde, dass Bildung so wichtig wie Nahrung und Luft war, stieg die öffentliche Nachfrage nach der Einrichtung von Schulen. Außerdem war die Regierung nicht in der Lage, die wachsende Nachfrage zu befriedigen. Der Autor analysierte dann die Situation in der Stadt Dessie, indem er darauf hinwies, dass es nur eine sekundarschulländische und drei Grundschulen und eine islamische Schule gab, die von der muslimischen Gemeinschaft finanziert wurde, zusätzlich zu einigen Schulen, die von der äthiopisch-orthodoxen Kirche und den katholischen Missionaren betrieben werden. Aber in Bezug auf die öffentliche Nachfrage und die Größe der Schülerzahl ist die Zahl der bestehenden Schulen bei weitem nicht ausreichend. Scheich Muhammad Teni diskutierte dann die Probleme, mit denen Studenten aus den ländlichen Gebieten in Städten konfrontiert waren, von denen eines unzureichende staatliche Stipendien waren, die nur Studenten gewährt wurden, die hohe Noten erhielten, die vom Lande konnten dies nicht erreichen. Infolgedessen besuchten viele arme Schüler den Unterricht in Notlagen.
Da alle Schüler der Klassen 7 und 8 das Gymnasium besuchten, mussten die Schüler aus abgelegenen Bezirken wie Tita, Kelemeda, Sejo, Gerardo und Ruga sehr früh am Morgen ihre Häuser verlassen, oft ohne zu frühstücken, und kamen spät zur Schule. Am Ende der Frühschicht blieben sie ohne Mittagessen auf dem Schulgelände. Am Nachmittag, während die anderen Schüler, die in der Stadt lebten, zur Schule zurückkehrten, nachdem sie sich in ihren Häusern entspannt hatten, besuchten die Schüler vom Land den Unterricht auf nüchternen Magen und wanderten zurück in ihre Dörfer, wo sie nach Einbruch der Dunkelheit ankamen. Um dieses Problem zu lösen, haben die Lehrer des Gymnasiums Geld beigesteuert, um das Mittagessen für die Schüler vom Land vorzubereiten. Der Koordinator war ein Amerikaner namens Kill Hefner. 1955 wurde zu diesem Zweck ein Ausschuss eingesetzt. In diesem Jahr 1956 EC wurden zwischen 70 und 80 Studenten vom Ausschuss unterstützt. Sie waren mit der Reinigung des Schulgeländes und der Gartenarbeit, dem Abholen von Brennholz und dem Waschen von Utensilien beschäftigt. Schließlich richtete der Schriftsteller einen eindringlichen Appell an Menschen und Organisationen, den armen Studenten zu helfen. Tod. Nach langer Krankheit wurde Scheich Muhammad Teni in das Krankenhaus der Schwarzen Löwen am A.H. 01 Ramadan 1409 6. April 1989 eingeliefert. Nach dreiwöchiger Behandlung starb er am Freitag um 14.15 Uhr. An seiner Beerdigung nahmen schätzungsweise 300.000 Menschen teil, darunter der Patriarch Aponemer Korevos, Tefera Wendi, stellvertretende Ministerpräsidentin und Mitglied des Zentralkomitees der Arbeiterpartei Äthiopiens, WPE, und andere hochrangige äthiopische Regierungsbeamte, Führer anderer Religionsgemeinschaften, Botschafter, Vertreter internationaler Organisationen, Kollegen, Freunde und Familienmitglieder. Er wurde auf dem Kolfe-Muslim-Friedhof in Addis Abeba begraben. Sowohl zum Zeitpunkt seines Todes als auch nach dem Ende der Trauerzeit gaben viele Menschen offen zu, dass Scheich Ali Muhammad Teni unersetzlich war, aber sie versöhnten sich bald mit dieser Eventualität so bereitwillig, wie sie die Realität seines Untergangs akzeptiert hatten. Der Autor seiner kurzen arabischen Biografie verfasste die folgenden Zeilen über die symbolische Bedeutung und die tatsächlichen Auswirkungen seines Lebens und Todes: Lakat etatavt al-ilm wal hilm wal tuke wa aslama are. Al-Nach, Bifakdihi Vasseletumu, Al-Ebkal, Ayt Al-Til-Imam Usiba Al-Nach, Bifakdihi Vasseletumu, Al-Ayt Al-Til-Imam Usiba Al-Nach, Bifakdihi Vasseletumu, Al-Ayt Al-Til-Imam Usiba Al-Nach, Bifakdihi Vasseletumu, Al-Ebkal, Ayt Al-Til-Imam Usiba Al-Nach, Bifakdihi Vasseletumu, Al-Ebkal, Ayt Al-Til-Imam Usiba Al-Nach. Bifakdihi Vasseletumu, Al-Ebkal, Ayt Al-Til-Imam Usiba Al-Nach, Bifakdihi Otihi Liyabk Masit F, Yafimba Efelay Litabk Jamet Wahutbatu'u Ala Liyabk Tafsa Bidamihi Al-Til Watabk, Urfat Wamaktab Malis Walanat Dawat F, Kuli Al-Asil Nachsicht und Fromteen titiert seine Abwesenheit verdunkelte alle Richtungen des Horizonts, die Tränen der Menschen strömten herab wie starker Regen. Er war der Imam, durch dessen Tod die Menschen sehr gekränkt waren. Lassen sie die Moschee Tag und Nacht weinen, lassen sie Freitag und seine süße Predigt weinen, lassen sie die Exegesis vergoss seine Tränen, lassen sie den Raum und das Büro der Meles weinen und das Komitee der Dawa an jedem Ort. Er schlussfolgerte, wa amei deaka ihai wa ilmihi fahuwa ba kaohu amk. Was seine Intelligenz, Klugheit und Erkenntnis betrifft, so ist es wie ein Meer, dessen Tiefe tief ist. Merit Wolde Erigay. Merit Wolde Erigay 1934 oder von 1935 bis 2008 war ein äthiopischer Historiker und Wissenschaftler äthiopischer Studien. 1-2. Erigay wurde 1927 in Edwo nach dem äthiopischen Kalender geboren. Seinen Ba erhielt er 1956 am University College of Addis Abeba, heute Addis Abeba University. Von dort erhielt er einen Master in Ausbildung von der Harvard University 1957, dann einen MA in Geschichte von der University of Chicago 1959. Er promovierte 1971 an der School of Oriental and African Studies in London. Er lernte eine Vielzahl von Sprachen, sowohl äthiopisch als auch fremd. Neben Amharic, Tigria, Jez, einige Oromo und mehrere europäische Sprachen neben Englisch, Italienisch, Französisch, Portugiesisch.
3. Mit seinen Kenntnissen der Portugiesen war er der bedeutendste Gelehrte über die Geschichte des portugiesischen katholischen Einflusses und der Interaktion in der äthiopischen Geschichte. Seine Schriften behandelten eine Vielzahl von Themen, Regionen und Epochen der äthiopischen Geschichte. Er ist auch für seine positiven Interaktionen mit seinen vielen Studenten in Erinnerung, da er so viel Zeit in seinem Büro verbrachte, dass es seine zweite Heimat war. 4. Mesfin Woldemariam. Mesfin Woldemariam, auch Mesfin Woldemariam geschrieben, GS-1930, ist eine äthiopische Wissenschaftlerin und Menschenrechtsaktivistin. Mesfin erhielt seine frühe Ausbildung an der Teferimikonnen-Schule und war Schüler der äthiopisch-orthodoxen Kirche, die 1946 als Diakon ernannt wurde. Zitat erforderlich 1951 schloss er seine Weiterbildung in London ab und erhielt ein Stipendium für ein Auslandsstudium. Er erhielt seinen BA von der Punjab University, Chandigarh im Jahr 1955 und seinen MA und PhD. Von der Clark University im Jahr 2007 durch Dissertation Ländliche Anfälligkeit für Hungersnöte in Äthiopien. Mesfin war Professor für Geographie an der Haile Selassie University, heute Addis Abeba University oder AAU, und war eine Zeit lang Leiter der Geographieabteilung. In den Jahren 1971, 1986 und 1987 war er auch ein hochrangiger Fulbright-Gelehrter. 1991 zog er sich aus der AAU zurück. Als Reaktion auf eine Studentenpetition hielten Mesfin und Berhanu Neger am 8. April 2001 eine eintägige Podiumsdiskussion im Saal der Nationalen Lotterie über akademische Freiheit ab. Sie wurden wegen des Vorwurfs verhaftet, dass dieses Gremium am nächsten Tag einen Studentenprotest bei der AAU angezettelt, aber am 5. Juni gegen Kaution freigelassen und beide jemals vor Gericht gestellt wurden. 2. Im November 2005 verhaftete die äthiopische Regierung Mesfin unter dem Vorwurf des Landesverrats, des Völkermords und der Empörung gegen die Verfassung sowie andere führende Mitglieder der Koalition für Einheit und Demokratie, CUD. Dieser Vorwurf wurde als Kriminalisierung von Handlungen der freien Meinungsäußerung, der Vereinigungsfreiheit und der Meinungsfreiheit angesehen, die durch die internationalen Menschenrechtsgesetze garantiert sind, und wurde von vielen internationalen Beobachtern, darunter Amnesty International, Human Rights Watch und der Europäischen Union, verurteilt. Er wurde im Kality-Gefängnis festgehalten. Während seiner Inhaftierung nahm Mesfin im Dezember 2005 und Januar 2006 an zwei Hungerstreiks teil, um gegen seine Inhaftierung und seinen Prozess zu protestieren. Am 18. August erlitt er eine Lungenentzündung in seiner Gefängniszelle und wurde ins Krankenhaus gebracht. 3. Das Gericht sollte das Urteil am 19. Februar 2007 verkünden. Am 11. Juni 2007 wurden Mesfin und 37 weitere Personen für schuldig befunden. Dieses Urteil erging, nachdem Mesfin sich geweigert hatte, sich zu verteidigen, und darauf bestand, dass die Verhaftung, die Anklage, die Inhaftierung und der Prozess politisch motiviert seien und dass der Prozess wahrscheinlich nicht fair sei. Zusammen mit 37 anderen wurde er aufgrund der Beweise der Staatsanwaltschaft verurteilt und daran gehindert, nach dem Ende des Strafverfahrens vor Gericht eine Erklärung abzugeben. Der Staatsanwalt soll Video- und Audiobeweise vorgelegt haben. Der Richter entschied, dass, da sie keine Verteidigung eingereicht hatte und waren schuldig wie angeklagt. 1. Mesfin wurde am 20. Juli 2007 zusammen mit den 37 anderen Funktionären der äthiopischen Oppositionspartei, prominenten Menschenrechtsverteidigern und Journalisten, die mit ihm vor Gericht stehen, freigelassen. Sie erhielten eine Begnadigung und ließen ihre politischen Rechte 4 Tage nach der Verurteilung der meisten zu lebenslanger Haft und anderer zu Gefängnisstrafen von bis zu 15 Jahren wiedererlangen. 1. Zerre Jakob, Philosoph. Zerre Jakob, ZJKB, GS, Seed of Jakob, Samen des Jakobs, Saat des Jakobs, Samen des Jakobs, auch geschrieben Zerre Jakob, Zara Jakob oder Zara Jaikob, von 1599 bis 1692 war ein äthiopischer Philosoph aus Tigray. Seine ab 1667 entstandene Abhandlung, die um 1630 entwickelt wurde und in der ursprünglichen GS-Sprache als Hatteta-Untersuchung bekannt ist, wurde mit René Descartes, Discours de la Méthode, 1637, verglichen. Jahrhundertelang wurden GS-Texte in Äthiopien geschrieben. Um 1510 übersetzte und adaptierte aber Michael das arabische Buch der weisen Philosophen,
Eine Sammlung von Sprüchen aus den frühen griechischen Vorsokraken, Platon und Aristoteles über die neoplatonischen Dialoge, die auch von der arabischen Philosophie und den äthiopischen Diskussionen beeinflusst wurden. 1. Zerre Jakobs Untersuchung geht über diese früheren Texte hinaus, wie er argumentiert, indem er der eigenen natürlichen Argumentation folgt, anstatt zu glauben, was man von anderen erzählt. Er war ein Zeitgenosse der Aktivistin Vallata Petros, deren Biografie 1672 geschrieben wurde. Jakob wurde in eine Tigrayan-Bauernfamilie in der Nähe von Aksum im Norden Äthiopiens geboren, der ehemaligen Hauptstadt Äthiopiens unter dem alten Königreich Aksum. Jakobs Name bedeutet, der Samen des Jakobs, Zar, ist das Geäßwort für Samen, Samen. Obwohl sein Vater arm war, unterstützte er Jakobs Besuch traditioneller Schulen, wo er die Psalmen Davids kennenlernte und im äthiopisch-orthodoxen christlichen Glauben erzogen wurde. Er wurde vor Kaiser Susenios R. von 1607 bis 1632 denunziert, der sich dem römisch-katholischen Glauben zugewandt hatte und seinen Untertanen befahl, seinem eigenen Beispiel zu folgen. Jakob weigerte sich, den katholischen Glauben anzunehmen, und floh mit etwas Gold und dem Buch der Psalmen ins Exil. Auf dem Weg nach Sheva im Süden fand er eine Höhle am Fuße des Tekeseeflusses und lebte 2 Jahre lang als Einsiedler darin, betete und entwickelte seine Philosophie. Er schrieb über seine Erfahrung: Ich habe mehr gelernt, während ich allein in einer Höhle lebe, als ich mit Gelehrten lebte. Was ich in diesem Buch geschrieben habe, ist sehr wenig, aber in meiner Höhle habe ich an vielen anderen Dingen gegetzt. 2. Nach dem Tod des Kaisers übernahm Susenios Sohn Phasilides R. von 1632 bis 1667 ein fester Anhänger der äthiopisch-orthodoxen Kirche, die Macht, indem er die Jesuiten ausrief und 1633 den katholischen Glauben in seinem Königreich ausrief. Jakob verließ seine Höhle und ließ sich in Emphras nieder. Er fand einen Mäzen, einen reichen Kaufmann namens Habta Ekziaba, bekannt als Habtu, und heiratete eine Magd der Familie. Er weigerte sich, als Mönch zu leben und erklärte, dass das Gesetz der Christen, das die Überlegenheit des klösterlichen Lebens über die Ehe vorträgt, falsch ist und nicht von Gott kommen kann. Er lehnte jedoch auch die Polygamie ab, weil das Gesetz der Schöpfung einen Mann befiehlt, eine Frau zu heiraten. Jakob wurde Lehrer von Habtus 2 Söhnen, und auf Bitten seines Patrons Sohn Walda Hayward schrieb Jakob seine berühmte Abhandlung von 1667, die das Licht der Vernunft untersuchte. Jakob ist am bekanntesten für diese ethische Philosophie rund um das Prinzip der Harmonie. Er behauptete, dass die Moral einer Handlung dadurch entschieden werde, ob sie die allgemeine Harmonie in der Welt voranbringt oder degradiert. Seine Philosophie ist theistisch. Obwohl er an eine Gottheit glaubte, die er als Gott bezeichnete, lehnte er jede Reihe religiöser Überzeugungen ab. Anstatt Überzeugungen aus einer organisierten Religion zu beziehen, suchte Jakob die Wahrheit, um die natürliche Welt zu beobachten. In Hatata, in den Fußstapfen großer Kirchenväter, wandte Jakob die Idee der ersten Ursache auf seinen Beweis für die Existenz Gottes an. Wenn ich sage, dass mein Vater und meine Mutter mich erschaffen haben, dann muss ich nach dem Schöpfer meiner Eltern und der Eltern meiner Eltern suchen, bis sie bei den Ersten ankommen, die nicht so geschaffen wurden, wie wir sind, die aber auf andere Weise in diese Welt gekommen sind, ohne erzeugt zu werden. Wie? Die Bekanntheit Gottes hängt nicht vom menschlichen Intellekt ab, sondern unsere Seele hat die Kraft, das Konzept Gottes zu haben und ihn geistig zu sehen. Gott hat diese Macht nicht absichtlich gegeben, wie er die Macht gab, so gab er die Realität. Über Jakobs späteres Leben ist wenig bekannt. Es wird jedoch angenommen, dass er ein erfülltes Familienleben in Emphras führte und dort für die nächsten 25 Jahre blieb. Dort starb er 1692. Jakobs Todesjahr wurde von Walda Hayward in einer Anmerkung zur Abhandlung aufgezeichnet. Zeode Gebreselassi. Digesmech Zeode Gebreselassi, Sternchen 12. Oktober 1926 in Äthiopien, Äthiopien, 15. Dezember 2008, war ein ehemaliger äthiopischer Adliger, Historiker und ehemaliger stellvertretender Ministerpräsident Äthiopiens. Er wurde im Dorf Galdu im Tambon Mekka im Nordwesten von Addis Abeba geboren, wo sein Vater abgeordnet wurde. 2. Zeodes Vater war Digesmech Gebreselassie Baria Geiba, Gouverneur von Edwo, und seine Mutter war Lloyd Wolete Israel Seyum. Seine Schwester war Lloyd Aigehu Asfavossen, sein Großvater war Ras Seyum Mengesha und seine Frau war Woisiro Alem Cehai Araya.
Er erhielt seine rudimentäre Ausbildung in Addis Abeba unter einem Tutor und ging zur Schule in Jerusalem bzw. Kairo, wo seine Mutter während der faschistischen Besetzung Äthiopiens blieb. Nach der Befreiung schrieb er sich an der Haile Selassie Sekundarschule in Addis Abeba ein und wechselte anschließend an die University of Exeter, England, wo er englische Literatur studierte. Es folgte eine juristische Ausbildung am St. Anthony's College in Oxford, wo er von 1963 bis 1971 Senior Member des College wurde. Am Ende wurde er in die Bar Lincoln's Inn, London berufen. Nach einer langen Pause, in der er verschiedene öffentliche Ämter in Äthiopien innehatte, kehrte er nach Oxford zurück und promovierte im Kompositbereich Geschichte, Politik und Wirtschaft. Seit seiner Rückkehr in seine Heimat in den frühen 1950er Jahren bekleidete er verschiedene Ämter, darunter das des stellvertretenden Premierministers. Unter der kaiserlichen Regierung bekleidete er folgende Positionen: 4. Wirtschaftsattaché, später Leiter der Abteilung Presse, Information und Verwaltung, Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten, von 1951 bis 1953. Generaldirektor für maritime Angelegenheiten, von 1953 bis 1955. Stellvertretender Minister, Ministerium für öffentliche Arbeiten, Verkehr und Zivilluftfahrt, von 1955 bis 1957. Bürgermeister und Gouverneur von Addis Abeba, von 1957 bis 1959. Botschafter in Somalia, von 1959 bis 60. Justizminister, von 1961 bis 1963. Ständiger Vertreter bei den Vereinten Nationen, von 1972 bis 1974. Innenminister, März-Mai 1974. Minister des Auswärtigen Amtes, Mai-November 1974. Im November 1974 zwang die summarische Hinrichtung hoher Regierungsbeamter des vorherigen Regimes Zeode, ins Exil zu gehen. Er wurde schließlich Vizepräsident des Wirtschafts- und Sozialrats der Vereinten Nationen und arbeitete anschließend mehrere Jahre als Berater des Sekretariats der Vereinten Nationen. Während seines Dienstes erhielt er nationale Auszeichnungen von mindestens 7 souveränen Staaten, darunter die Bundesrepublik Deutschland. Zusammen mit einigen prominenten Äthiopiern versuchte er 1998 zwischen Äthiopien und Eritrea zu vermitteln. Gelehrte der afrikanischen Geschichte vergleichen oft das Verschwinden einer sachkundigen Person mit einer Bibliothek, die durch einen Flächenbrand verzehrt wird. Genau das geschah, als die äthiopische Koryphäe, Dr. Desmetsh Tseode Gebreselassie, am 15. Dezember 2008 in Addis Abeba an einer Krankheit starb. Er kombinierte harmonisch mündliche Überlieferung mit profaner westlicher Erziehung, und er nutzte sie bereitwillig jedem Akademiker, der seine Hilfe suchte. Seine Popularität in allen Gesellschaftsschichten war immens. Seine Beerdigung, die auf dem patriotischen Friedhof der Dreifaltigkeitskathedrale stattfand, wurde von einer großen Menge von Trauernden besucht. Der Anwalt Atteo Tasoma Gebre Mariam, der die Laudatio verlas, lobte ihn für seinen Beitrag zur Erstellung der verschiedenen äthiopischen Rechtsordnungen. Eine einwöchige Ausstellung seiner Werke und Fotos, begleitet von Reden von Gelehrten und Familienmitgliedern, wurde auch in seinem Gedächtnis auf dem Hauptcampus der Universität Addis Abeba abgehalten. Gebreselassie, Tseode, 1975. Johannes IV of Ethiopia, A Political Biography. Oxford. England, Clarendon Press. ISBN 1-569-02-042-6. Der Konflikt von Äthiopien und Eritrea, Ursachen und Lösungen amharisch. Gebreselassie, Tseode, 2006. Der Blaue Nil und seine Becken, ein Thema von internationaler Bedeutung. Addis Abeba, Äthiopien, Forum für Sozialstudien. Gebreselassie, Tseode, 1971. Der Prozess der Wiedervereinigung des Äthiopischen Reiches, von 1868 bis 1889. Universität Oxford. Michael Bete Selassie. Michael Bete Selassie, Sternchen 1951, ist ein äthiopischer Bildhauer. Nach seinem Abitur 1970 verließ er Äthiopien und studierte Naturwissenschaften. Im Alter von 30 Jahren wandte er sich der Bildhauerei zu und lebt und arbeitet heute in Paris. Einige seiner Arbeiten befinden sich in der Sammlung des National Museum of African Art in Washington, D.C.
Teitse Mamiche. Teitse Mamicha, Sternchen 1941, ist ein äthiopischer Bildhauer. Seine berühmteste Skulptur ist The Afar, die vor dem Nationaltheater an der Churchill Road steht. 1. Teitse Mamicha studierte von 1958 bis 1962 an der Kunstschule in Addis Abeba. Er studierte von 1963 bis 1970 an der Leningrader Akademie der Künste USSR. Und erwarb einen M.A. in bildender Kunst. Er kehrte nach Äthiopien zurück und arbeitete als Lehrer an der Addis Abeba Art School. 2. Seine Arbeiten wurden in Addis Abeba, Schweden und Dänemark ausgestellt. Seine Werke wurden erst im Februar 2011 im Nationalmuseum in Addis Abeba ausgestellt. Ada Mulune. Ave Mulune, Sternchen 1974, ist eine äthiopische Fotografin und zeitgenössische Künstlerin mit Sitz in Addis Abeba. Sie verrichtet kommerzielle Arbeit sowie Fotojournalismus in Addis Abeba und anderswo. 4. Mulune wurde mit dem Preis der Europäischen Union bei African Photography Encounters und dem CRAF International Award of Photography ausgezeichnet. Mulune wurde 1974 in Addis Abeba, Äthiopien, geboren. Ihre Kindheit verbrachte sie in Großbritannien, Jemen, Griechenland und Zypern, bevor sie sich 1985 in Kanada niederließ. Als Teenager besuchte Mulune die Western Canada High School in Alberta, Kanada. Dort war sie im Basketballteam der Schule und hatte große Ambitionen, ein Basketballstar zu werden. Sie träumte auch davon, Rechtsanwältin zu werden oder sich in einem ähnlich respektablen Beruf auszuzeichnen. Diese Träume nahmen eine unerwartete Wendung, als ihr Kunstlehrer eine stillgelegte Dunkelkammer für seine Schüler öffnete und ihr eine Kamera zur Verfügung stellte. Obwohl Mulune begann, Fotos in der High School zu schießen, stellte sie sich nicht vor, dass es eine Karriere war. Erst als ihr Großvater, der in Äthiopien lebte, ihre Familie besuchte. Er hatte in der äthiopischen Luftwaffe gedient, aber in seiner Freizeit gerne gemalt. Ihr Großvater sah etwas in ihrer Arbeit und sagte ihr, sie solle weiterhin als Künstlerin arbeiten, anstatt ihre Leidenschaft als Hobby abzustecken. Im Jahr 2000 erhielt sie ihren BA in Film, Radio und Fernsehen von der Howard University. 1-2 nach ihrem Studium arbeitete sie als Fotojournalistin bei der Washington Post 1-4 und seitdem wurde ihre Arbeit in vielen Publikationen gezeigt. 8. Seitdem ist sie nach Äthiopien zurückgekehrt und lebt in Addis Abeba. 4.9. Mulune integriert die Grundfarben in ihre Kunstfotografie. Die tiefen Rot-, Blau- und Gelbtöne sind von weitem von ihren Bildern zu sehen. Die Grundfarben beziehen sich auf Kirchenwandmalereien, die in Äthiopien zu sehen sind. 10. Mulunes Werk betrifft in erster Linie auch Frauen, das liegt an ihrer Überzeugung, dass es Macht im Blick der Frau gibt. Durch die Nutzung von Themen, die in erster Linie Frauen sind, ist Mulune in der Lage, ihre Erfahrungen mit der Welt zu teilen. In einem Interview mit NPR sagt Mulune, es gibt einen Ausdruck, dass man, wenn man einem Mann etwas beibringt, eine Person lehrt, aber wenn man einer Frau etwas beibringt, lehrt man die ganze Gesellschaft. 10. Mulune sagt, meine Arbeit beginnt oft mit einer Skizze, und ich nähere mich jedem Bild als Filmproduktion, in der Charakter, Bühnenbild, Beleuchtung und Styling zusammenkommen, sagte sie in einem E-Mail-Interview. Ich nutze die Gesichtsmalerei als eine Form, in der die Inspiration von Körperverzierungen getrieben wird, nicht nur in meinem Land, sondern auch in verschiedenen Teilen der Welt. Ich bin tief von verschiedenen traditionellen Kulturen beeinflusst, daher bringe ich gewissermaßen die Vergangenheit durch verschiedene Formen in die Zukunft. 11. Mulune gründete Developing and Educating Societies Through the Arts DESTA, mit denen sie weiterhin kulturelle Projekte fördert und erweitert. 1, 2, 3, 4. Ihre Arbeiten sind in der Sammlung des National Museum of African Art in Washington, D.C. enthalten. 12. Eines ihrer Werke wurde als Posterbild für die Wanderausstellung The Divine Comedy, Contemporary African Artists ausgewählt. Sie ist Gründerin und Leiterin des internationalen Fotofestivals Addis Photo Fest, einer alle zwei Jahre stattfindenden Ausstellung der globalen Fotografie. 4. Das Addis Photo Fest zielte darauf ab, die Fotografie, die noch als Kunstform vollständig akzeptiert werden konnte, den Massen in der gleichen Weise zugänglich zu machen, wie Fotostudios der Öffentlichkeit eine Aktivität vorbrachten, die einst als auf die Aristokratie beschränkt galt.
Mehrere tausend Menschen besuchten die Ausstellungen, angehende Fotografen nahmen an Workshops und Portfoliorezensionen mit etablierten Fotografen teil, und neue Zuschauer fanden zum ersten Mal den Weg in Galerien und Kulturinstitutionen. Moulunés Arbeit erkennt die Fähigkeit, dass Bilder die Wahrnehmung der Menschen in der Welt beeinflussen müssen. Ihre erste Einzelausstellung, The World is Nine, bei David Crude Projects in New York, wurde 2016 gegründet und von ihrer Großmutter inspiriert. Moulouné gräbt sich tief in ihre Wurzeln als Äthiopierin und gebiert auf moderne künstlerische Weise eine bescheidene 28-teilige Reihe von Kultur, Raum, Politik, Geschichte, Gegenwart und Zukunft. Fotografien, die am Bahnhof Lega in Addis Abeba aufgenommen wurden, von Modellen mit afrikanischen und äthiopischen Tanks, bemalten Körpern in leuchtenden Kräftigfarben und traditioneller afrikanischer Körperfarbe. Moulouné erinnert sich an eine Zeit, als sie noch nicht geboren war, aber mit den Worten ihrer Großmutter eingeflößt wird: Die Welt ist eine Neun, sie ist nie vollständig und sie ist nie perfekt. Moulouné sagt, jede Arbeit ist ein Spiegelbild bewusster und unterbewusster Manifestationen von Zeit und Raum. 15. In ihrem Foto, The Past, The Present and The Future, aus der Serie The World is Nine bringt Moulouné ihr volles Bewusstsein für ihre Gegenwart mit einem festen Griff in ihre Vergangenheit und Zukunft zum Ausdruck. Der Ausblick des Autors M. Nelika Jayawardene stimmt überein. Irgendwo zwischen Nostalgie für die Vergangenheit und einer Zukunft, die noch kommen muss. 7. Auf dem Foto stellt eine alleinstehende Frau die drei Lebensphasen einer Frau dar, die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Der Körper der Frau ist in einem hellen Cerulinblau gemalt, mit weißen Punkten, die in der Mitte ihres Gesichts nach unten gehen, ihrem Hals und ihrer Brust folgend. Diese Punkte stehen symbolisch für Asymmetrie und traditionelle afrikanische Körpermalerei. Sie trägt stolz die Farben der äthiopischen Flagge, ein leuchtend kanariengelbes Kopftuch, das vor der Vorderseite ihres Oberkörpers hängt, und ein kräftiges langes rotes Kleid. Die Frauen stehen stark und groß, zentriert in der Mitte eines rein weißen Hintergrunds, die weiße Farbe symbolisiert Reinheit, Frieden und Schönheit. 16. Moulounés 99er-Serie besteht aus mehreren sorgfältig inszenierten Porträts einer jungen Frau, die afrikanischer Abstammung zu sein scheint. Sie ist komplett mit schwerer Farbe und Make-up bedeckt, die Farbe ihren Körper und Gesicht weiß, und ihre Hände sind ein Dunkelrot gemalt. Die weiße Farbe gibt der jungen Frau das Aussehen, ein Geist zu sein oder zwischen Leben und Tod. Die weiße Farbe kann in Bezug auf Xhosa-Gesichtsmalerei sein. Xhosa-Männer tragen kurz nach der Beschneidungszeremonie weißen Ton auf Gesicht und auf den Körper auf. Dies bestätigt die Vorstellung, dass es in Moulounés Fotografien um Übergang und Transformation geht. 17. Moulouné fühlt sich gezwungen, die berüchtigte, einzige Geschichte über Afrika zu ändern, die die Geschichte von Armut, Verzweiflung und Korruption ist. Seit 2010 präsentiert sie jedes 2. Dezember Addis Fotofest AFF, das zum größten Fotofestival Afrikas geworden ist. Sie will das Festival als Katalysator nutzen, um den Wandel in den Köpfen von Nicht-Afrikanern zu fördern. Ich wollte Brücken zwischen Fotografen auf der ganzen Welt bauen, nicht nur Afrikanern, sagt Moulouné, dessen eigene Arbeiten in mehreren großen Ausstellungen im Ausland zu sehen waren. Bei Portfolio-Reviews und Podiumsdiskussionen erzählt sie, was sie von den afroamerikanischen Mentoren gelernt hat, die ihr Möglichkeiten in der Fotografie gegeben haben. Und durch die Ausstellungen und Preisverleihungen beim Addis Fotofest hofft sie, die Stimmen der aufstrebenden Geschichtenerzähler zu verstärken. 18. Das Festival ist eine Erweiterung meiner Leidenschaft, sagt sie. Du kannst davon träumen, deine eigenen Ziele zu erreichen, aber dein Vermächtnis ist immer, auf wen du stolz sein kannst, an wen du die Fackel weitergegeben hast. Hannah Jorges formulierte es in The Atlantic so: Moulouné ist nicht bescheiden über das Unterfangen. Ich nehme die Vergangenheit im Grunde in die Zukunft, sagte sie über ihre Mission, das Werk der künstlerischen Selbstdarstellung zu beleben und eine neue Vision des Kontinents mitzugestalten. 9. Aida Moulouné ist die Gründerin von DESTA, Developing and Educating Societies Through the Arts, einer Organisation, die versucht, Chancen in der globalen Gemeinschaft für afrikanische Künstler in der Diaspora zu entwickeln. 19. Moulouné kehrte aus dem Ausland zu Addis Abeba zurück, um eine Reihe von Initiativen zur Bildungsfotografie zu schaffen, die über ihre gemeinnützige DESTA für Afrika verwaltet wurden.
Ihre Bemühungen konzentrieren sich auf das aktive Gespräch mit Fotografen, die ein Interesse an aktuellen Themen haben, die den afrikanischen Kontinent betreffen. Mulune nutzt den Unterricht, um die Situation in ihrem Land auf lokaler Ebene zu verändern. Sie fördert den Unterricht auf hohem Niveau, den Austausch von Studenten und den Zugang zu Technologie. Publikationen von Mulune. Äthiopien, Vergangenheit, Vorwärts. Brüssel, Afrika Lions und Rulata, 2009. ISBN 9789086792009. Mit einer Einleitung und einem Text von Eddie Butmans und Simon Enyami. Text in Englisch, Niederländisch und Französisch. Die Welt ist 9. Johannesburg, David Kruth, 2016. OCLC 1.021.854.566. Enthält, ein stärkeres Licht, von Lemen Sisse. In englischer Sprache mit Untertiteln auch in Amharisch. Publikationen mit Beiträgen von Mulune. Fiona Rogers und Max Hotten, Firecrackers, Female Photographers Now. London, Thames und Hudson, 2017. ISBN 9780500544747. 007, Preis der Europäischen Union, African Photography Encounters, Bamako, Mali. 1221. 2010, Gewinner des Internationalen Preises für Fotografie, Centro di Ricerca e Archiviazione della Fotografia CRAF, Spilimbergo Fotografia, Italien. 1321. Einzelausstellungen. Äthiopien Vergangenheit, Vorwärts, Christiansand Kunstforening, Christiansand, 2011. The World is 9, David Kruth Projects, New York City, 2016. Work from the World is 99 Series, Vivane Art, Calgary, Teil des Alberta Exposure Photography Festival, 2017, 422. Reflections of Hope, Aida Mulune im AGA Khan Park, AGA Khan Museum, Toronto, 2018. Gruppenausstellungen. Ethiopian Passages, Dialogues in the Diaspora, National Museum of African Art, Smithsonian Institution, Washington, D.C., 2023. 2003, Imagines Havana, Havana, Cuba. 8th International Open, Woman Made Gallery, Chicago, Illinois, 2005. Body of Evidence Selections from the Contemporary African Art Collection, National Museum of African Art, Smithsonian Institution, Washington, D.C., 2006. Spot on, IFA Gallery Berlin, 2008. Spot on, Bamako, wie, African Photography Encounters, IFA Gallery Stuttgart, Stuttgart, 2009. Always Moving Forward, Galerie 44 Centre for Contemporary Photography, Toronto, ON, 2010. The Divine Comedy, Heaven, Purgatory and Hell Revisited by Contemporary African Artists, Museum for Moderne Kunst MMK, Frankfurt Main, 2014, SCAD Museum of Art, Savannah, GA. 1:54 Contemporary African Art Fair, David Kruth Projects Booth, Brooklyn, New York, 2016. Ich liebe Afrika, Festival La Gaisseli Baden Photo, Österreich, 2018, 3:23. Being, Neue Fotografie, MoMA, New York City, 2018. Abel Tilahan. Abel Tilahan, Sternchen 1983, ist ein äthiopischer Künstler. Im Mittelpunkt seiner Arbeit steht die Sorge um die Schneide und den langen Bogen der Geschichte. 1. Tilahan wurde 1983 in Addis Abeba, Äthiopien, geboren und wuchs in einem künstlerischen Umfeld auf. Seine Mutter ist gelernte Klarinettistin und sein Vater ist Ingenieur, der gerne malt. 2006 erwarb er seinen BFA in Sculpture an der Addis Abeba University, alle School of Fine Arts and Design. Nach seinem Umzug in die Vereinigten Staaten erwarb er 2010 seinen Master in Fine Art an der Adams State University und wurde 2019 als Kreuznach-Scholar ausgezeichnet. Seit seiner ersten Soloshow im Jahr 2007, The Blueprint, hat Tilahan seine Arbeiten auf 3 Kontinenten ausgestellt. Er hielt 2 weitere Soloshows, von denen die letzte, Interface Effect,
von Mai bis Juni 2014 in der Alliance Ethio-Frankreise in Addis Abeba stattfand. Diese Ausstellung sowie eine Reihe von Gruppenausstellungen, an denen Thielehan teilgenommen hat, wurden von dem renommierten unabhängigen Kurator Meskerem Essegüt kuratiert. Thielehans Arbeiten sind auch in der dreiköpfigen Videokunstausstellung Curvature of Events zu sehen, die von Essegüt in der berühmten Neuen Meistergalerie in den staatlichen Kunstsammlungen Dresden kuratiert wurde. Die Ausstellung wurde am 16. Oktober 2014 eröffnet und ist bis zum 4. Januar 2015 zu sehen. 3, 4. Ausstellungen. Kühne Einsendungen weisen auf Einzelausstellungen hin. Weitere Einsendungen sind Gruppenausstellungen. 2014. Interface Effect, kuratiert von Meskerem Essegüt. Alliance Ethio-Frankreise, Addis Abeba, Äthiopien. 2014. Curvature of Events, kuratiert von Meskerem Essegüt. Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Dresden, Deutschland. 2013. Heart to Heart, Rome to Addis, kuratiert von Meskerem Essegüt. National Theatre Gallery, Addis Abeba, Äthiopien. 2010. Eine Generation Projected. Kleutznuck Gallery, Alamosa, Colorado. 2009. Drei auf Papier. Joitz Gallery, Fort Collins, Colorado. 2009. Works from the Valley's Edge. Edge Gallery, Denver, Colorado. 2009. Invitational Screening of the Hair. Indie Spirit Film Festival, Colorado Springs, Colorado. 2008. Ventero Open Press Exhibition. Kleutznuck Gallery, Alamosa, Colorado. 2008. Milkshake. Hatfield Gallery, Alamosa, Colorado. 2008. Screening of the Hair. Alamosa Film Festival, Alamosa, Colorado. 2007. The Blueprint. Alliance Ethio-Frankreise, Addis Abeba, Äthiopien. 2006. Undergraduate Thesis Show. Alle School of Fine Arts and Design, Addis Abeba, Äthiopien. 2005. Addis Abeba sehr, kuratiert von Meskerem Essegüt. Addis Abeba, Äthiopien. Neben seiner Studiopraxis in Washington, D.C. und Addis Abeba lehrt Thielehan auch an der American University in Washington, D.C. als außerordentlicher Professor für digitale Bildgebung, Motion Graphics und Animation. Thielehan heiratete 2007 die Gelehrte und Filmemacherin Isabelle Zaug und ist Vater von 3 Kindern. Elisabeth Habte Würde. Elisabeth Habte, Sternchen 1963, ist eine äthiopische Künstlerin, die für ihre Mixed-Media-Arbeiten bekannt ist. Sie absolvierte einen Abschluss in bildender Kunst an der School of Fine Arts in Addis Abeba und am Baltimore City Community College in Maryland. Sie interessierte sich für digitale Medien durch ein Zertifikatsprogramm für interaktive Multimedia und Webdesign an der George Washington University. Seit Mitte der 1990er Jahre arbeitet sie als Multimedia-Designerin und lebt derzeit in Addis Abeba. 2013 war sie Teil der Gruppenausstellung Ethiopian Passages, Dialogues in the Diaspora, im Smithsonian National Museum of African Artikel 1. Ihre Arbeiten wurden auch im Nationalmuseum Äthiopien und im Gebre Christus Desta Center ausgestellt. Malet Afewerk. Malet Afewerk ist ein äthiopischer Modedesigner und Unternehmer. 1, 2. Afewerk sollte 2 Jahre lang Krankenpflege studieren. Doch mitten im Studium beendete sie das Studium der Mode. 3. Afewerk begann ihre Karriere im Alter von 16 Jahren als Model und Musikerin. In der 9. Klasse interessierte sie sich für Rapmusik und veröffentlichte eine Single mit dem Titel Shalom Africa. Neben einem Deal von Joseph Gebre Yossi, einem berühmten Aufnahmekünstler in Addis Abeba, ein Album aufzunehmen, erhielt sie auch die Möglichkeit, Kleidung für sein Musikvideo Yossi in Z-Haus zu entwerfen. 3. Über Google und YouTube-Videos lernte sie Mode. 2011 gründete sie das äthiopische Modelabel Mafi Mafi. Sie verwendet handgewebte Stoffe von Frauen aus den ländlichen Gebieten Äthiopiens, um Kleidung und Accessoires zu kreieren. 1, 4. Sie arbeitete mit dem britischen Kultdesigner Markus Lupfer zusammen und stellte am Londoner Mode College, am European Fashion Day in Addis und auf der Africa Fashion Week New York aus. 2, 5. 2014 hielt sie einen TED-Talk über alte Tradition und moderne Mode. 6.
2010 sie wird beim European Fashion Day in Addis mit dem Designer of the Year Award der Alliance Ethiopia-Franeise ausgezeichnet. 2012 sie gewinnt den Origin Africa Design Award auf der African Fashion Week New York 2012-1-5. 2017 sie gewinnt den Creative Futures Award.